So, genau, jetzt haben wir das Feld so in der Länge. 1, 2, 3, 4. Repo. Heißt, man kann für sowas auch Eisen nutzen. Da braucht man nicht so viele. Oder Diamanten. Ich habe aber kein Eisen hier. Und ich glaube, ich habe kein Eisen mehr. Ich weiß es gerade nicht. Und Diamanten brauche ich halt für Obsidian. Davon habe ich auch nicht so viele. So, 1, 2. Das ist bad. 1, 2, 3, 4. Und hier auch einmal. Da kann ich eigentlich schon eine Karotte reinsetzen. So, ist jetzt die Frage. Wie? Also ich habe jetzt die. Ups, ich sollte hier nicht auf dem Feld rumspringen. Ich habe die Tiefe des Feldes jetzt bestimmt. Genau das passiert dann. Frage ist, ich möchte es. Ich glaube, ich lasse das so breit, ne? Nur, dass ich dann einfach jetzt sage von hier aus, okay, let's go. Hey ho, let's go. Und dann einfach nach da hinten durchziehe. Ich glaube, das passt. Weiß es nicht. Es wäre halt kleiner als das Kartoffelfeld, aber das ist auch schon relativ groß, ne, wenn wir ehrlich sind. Much the game. Matze, ah, nix kann der Junge. Wo habe ich meine Karotte da? Ja, wo habe ich denn meine Karotte? Meine Potatoes sehen aber jetzt relativ gut aus. So, boop, Karotte. Guck, ich mache erstmal, weiß ich ja, wie gut, schrägstrich schlecht das ist, so auf der Linie. Good luck, if I'm not. So. Oh, shit. Alles gut. Da einmal. Hier ist halt relativ viel Gras. Hier sehe ich halt wenig. So, warte. Ich meine, all die das Weizen, was ich hier bekomme. Ist ja not bad, so. Schaut jetzt halt mit dem richtigen Gras. Ja, warte, dafür können wir in den Streichelzoo gehen. Hat ein Streichelzoo Hasen? Jetzt mal so als blöde Frage. So. Na, jetzt, da ich da schon das Feld gesteckt habe, wupp, machen wir das einmal so. Und dann wird das bewässert. Irgendwie wirkt das Feld aber auch klein. Vielleicht mache ich noch einen breiter. Herr Kaninchen. So, holen wir uns die Erde. Wer die Erde nicht ehrt, ist es Loots nicht wert, ist es Diamanten nicht wert, wie auch immer. Sprüche und sowas. So, da wäre ein Loch. Da. Und 1, 2, 3, 4, 7, 8. Weiß nicht, aber wenn du magst, komm ich tatsächlich nicht bei einem deinen Studentenausweis mit. Frage ist. Ah, nee, mein Studentenausweis müsste noch gültig sein. Ich glaube, der ist bis 2020 gültig. Wisst ihr, ne, als Student jammert man immer rum, oh, ich habe kein Geld. Aber Student sein ist halt so praktisch, wenn einen Studentenausweis haben. Ein Student ist wie ein Rentner. Oh Gott. Mods, oh, das kann ich mir noch nicht ansehen. Vielen Dank, Mod. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Löcher sind das. Eins, zwei, drei, vier. Ist das sogar schon fast quadratisch? Muss ich mir das gleich mal von oben anschauen? Ich meine, das Ding ist so, ich spiele halt, glaube ich, Minecraft falsch. In Anführungszeichen. Gut gemacht, Mod. Weil ich halt irgendwie nie Ressourcen habe. Immer so, ach, ich kann ja hier nochmal bauen und da nochmal bauen und da kann ich noch bauen.
Und vielleicht, ne, man munkelt, dass meine Terraforming-Projekte doch ein bisschen zu groß sind. Aber ich behaupte, das ist Humbug. Spiel-Humbug quasi. So, auch hier einmal jetzt freimachen. Ich muss dann einmal wegen den Schafen die Löcher zudenken. Ich weiß aber noch nicht, womit. Gibt es irgendwie... Gibt es irgendeinen Slab, der eine braune Farbe hat, eine erdähnliche Farbe hat? Vielleicht Dark Oak Slabs. Ja, die können sogar echt gut sein dafür. Einfach damit es nicht mehr so ausschaut. Ich weiß gerade nicht am Klären, wie so ein Studentenrentner ist. Achso, ständig müde, immer im Rummeckern, fühlt sich ständig krank. Ne, krank bei Studenten. Ah, ich war heute nicht in der Vorlesung, ich habe mich so krank gefühlt, ne? Wir kommen auf alles Rabatt. Ist quasi schon tot. Vielleicht. Goddammit, magisches Wasser, ey. Vielleicht hat ein Rentner sogar noch mehr Leben in sich als ein Student. So. Und ich mach das einfach. Ja, ich mach das einfach mit normalen Holzslabs. Weil Dark Oak möchte ich hier nicht verwenden in der Nähe. So. Jetzt sind die. Das einzige Problem, was ich mit diesen Löchern habe, wenngleich die als Bewässerungsmethode platzsparender sind, dass ich daraus keine unendliche Wasserquelle bekomme. Meine eine Karotte. Mein Trooper. Muss ich mir gleich sogar ein Tränchen wegwischen. So, zack. Genau, den kompletten Streifen werde ich voll machen mit Weizenfeldern dann. Muss halt noch gucken, wo quasi das Haus zu dem Feld hingehört. Und ja, das Ding, bei solchen Feldern, ne, insbesondere bei solchen großen Feldern, muss man halt immer bedenken, dass die irgendwie von einer Person oder von einer Familie bewirtschaftet werden. Also ich weiß nicht, ob die zu klein sind. Scheiß Studenten, wird alles in den Arsch geschoben, aber noch nie gearbeitet. Sollte man Azubis bevorzugen. Das ist eine Sache, die habe ich... Ne, ich war ja auch Azubi. Das ist eine Sache, die ich aktiv nicht verstehe. So, vermutlich einfach, weil Azubis keinen Azubi-Ausweis haben. Ne, weil das, ich meine, Studenten haben kein Geld, so, das ist klar. Aber Azubis haben auch quasi kein Geld. So, das Gehalt, was man eigentlich bekommt, das ist ja... Das Gehalt in Anführungszeichen, das ist ja bei vielen auch eigentlich gar nichts. Was man bekommt, ist ja auch eigentlich nicht dafür gedacht, dass du Miete oder sowas davon zahlst, sondern dass du dir für die Ausbildung relevante Sachen kaufst. Ne, Textbücher, Arbeitsmaterial und sowas. Ne, Arbeitsmaterial, was halt nicht vom Arbeitsgeber gestellt werden muss. So, und da verstehe ich nicht, dass Azubis nicht auch irgendwie so Rabatte bekommen. Und Schülerausweis mal bei der Berufsschule. Ja. Gut, dafür gibt es ja quasi Schülerrabatt. Dann. Aber ich zum Beispiel hatte von meiner Berufsschule aus keinen Schülerausweis, weil. Keine Ahnung, ich habe mich auch nicht drum bemüht, um ehrlich zu sein. Meine Berufsschule war auch eher so kacke. Ich hatte einen Lehrer, der war gut. Und das war meine Englischlehrerin. So. Wo ich dann auch nicht unbedingt verstanden... Wobei, bei Englisch habe ich es verstanden, warum wir das nun hatten. Ja, wobei ich dann aber Deutsch nicht verstanden hatte. Warum wir dann zwingend Deutsch haben. Und ich... Weil... Beziehungsweise die Art von Deutsch, die wir hatten. Um das besser auszudrücken. Deutsch haben ist gar nicht mehr so schlecht, ne? Nochmal lernen, ey, wie machen wir jetzt nur gescheite Business-Mail und sowas. Ne, und sowas. Insbesondere in IT ist sowas ja immer mal wieder wichtig. Also grundlegend verstehe ich's. Aber warum ich nochmal das Kommunikationsmodell von Vasilavik machen musste, habe ich nicht verstanden. Oder wie auch immer der gute Mann hieß. Eins, zwei, vier. Ich meine, ich habe kein Problem mit dem Typen. Ich fand das Kommunikationsmodell schon beim ersten Mal strunzlangweilig. Vielleicht kann ich Trapdoors machen. Trapdoors müssten doch auch so funktionieren, oder? Dass die, wie schimpft es sich? Jetzt im Wasser sind. Ich
hatte einen Lehrer, der nicht gut war, aber ich mochte ihn und eine Lehrerin, die war gut und mochte ich nicht. Dann hatte sie nicht das relevanteste Fach. So. Ich meine, ich hatte einen Sovi-Lehrer, glaube ich, hieß das? Nee, ich glaub, in der Berufsschule hieß es sogar wieder einfach Politik. Ein Politiklehrer, der hat reich geerbt. Ne, von seinen Eltern, die waren irgendwie, Gottchen, was waren die? Hatten irgendwie einen Verlag und sowas. Er hat halt dann reich geerbt, dann hat er den Shit einfach verkauft. Upsa. Und wir haben rumgespitzelt, ach, der hat bestimmt hier so eine Yacht und sowas. Und dann kam auch, zum einen kam der zu spät, zum anderen hat er sich nicht um den Unterricht geschert. und kam auch ständig in Hawaii-Hemden. Hatte auch so eine Taschenuhr, eine goldene einfach. Also der hat richtig hart auf uns geflext. Er so, schaut, ich hab Geld. Und dann Berufsschullehrer. Weißt du, Berufsschullehrer kriegst auch noch Geld in den Arsch gesteckt. Ganz böse gesagt. Ich weiß, dass nicht jeder Berufsschullehrer natürlich viel verdient, aber als Gehalt ist es schon nicht zu verachten, was man haben kann. Insbesondere, wenn man das mit anderen Lehrern vergleicht, ne? Zum Beispiel Grundschullehrern. Also der war halt gechillt, so. Ich möchte auch irgendwann mal so wenig Fucks geben wie der. Und haben sich auch, das Ding ist, es haben sich auch schon hundertfach die, wie schimpft es sich, die Arbeitgeber über den beschwert, so, meine Azubis lernen bei dem gar nichts und sowas. Und die Berufsschule so, okay. Warten Sie, ich leite Sie weiter an eine Person, die das interessiert. Ach, Entschuldigung. Der Hausmeister ist gerade nicht im Haus. Aber ich Berufsschule, weiß nicht. Ich bin ehrlich, Berufsschule ist so eine Sache, mag ich nicht. Ich ging davon aus, ich habe ja auch Abi gemacht, ne? Und ich ging davon aus, dass dadurch nicht jeder unbedingt wirklich Interesse am Abi hatte, ne, oder sowas. Dementsprechend da Störenfriede und sowas sind und sich wenig interessieren zwischendrin für einige Themen. So, und dann habe ich mir gedacht, okay, in der Berufsschule ist es dann halt höchstwahrscheinlich nicht so, ne? Die wollen ja etwas lernen, was die, für das sie sich interessieren, falsch gedacht. Jesus Christ, Berufsschule war einfach. Holy moly. Bullshit. Delay ist komisch, beruchtiges Bild. Was? Ach, Delay ist gut, beruchtiges Bild. Ja, ich droppe heute einfach nur Frames und ich verstehe nicht ganz warum. Also immer mal wieder so zwischendrin. Ich hoffe einfach, dass sich, was auch immer das verursacht, bald einfängt und dann wieder alles gut ist. Ne, ja, das wär schön. So, das ist die Ho gewesen. Na, wir machen erstmal die Stonehouse. Und dann nutzen wir das freundlich zur Verfügung gestellte Eisen. Hier ging noch mal ein Rüstungsständer. Ich glaube, ich habe das Rezept irgendwo gespeichert sogar. Doch, ja, ich finde sogar das Design ein bisschen angenehmer, muss ich gestehen. Ne, dass ich da einfach so Wasserlöcher drin habe. Es nimmt halt, wie gesagt, weniger Platz weg einfach. Das ist so viel besser. So, RIP Diho. Ho, was heißt das in Deutsch? Hacke. Ich glaube. Deutsch, Österreich. Schweizerdeutsch. Oh, ich habe auf Deutsch geklickt. So, fertig. Ich bin nicht beim richtigen Deutsch. What? Welche Sprache bin ich? Ich bin aufs Schweizerdeutsch gekommen.
Steinhacke. In der Haupthand. Nee, ich stelle die Sprache wieder zurück. Warte, wo ist sie? Ah, Fränkisch! Hier ist der Pilot. Lolcat? Was auch mein letzter Bürgsch ist. Dun, KK am Back. Im Menü. Stunho. Stun Pickard. Stun Spun. Dun. Ich bleib darauf, Entschuldigung. Batman fließt away. Oinky. Footsteps. No, es ist großartig. Stunho. Es ist gut. Oh, shoot. Eigentlich wollte ich die Piratensprache, aber das ist nochmal besser. Ich weine ein bisschen, muss ich gestehen. Ich weine. Willst du mal Deponia spielen? Ja, will ich. Ich habe sogar alle Deponia-Spiele. Ist auch auf meinem Stapel der Schande. Ich weiß aber noch nicht, wann ich spielen möchte. Guck mal, ich stick. Iron Ingut. Iron Ho. Einen Mainpaw. Miau. Shiny Sit and Coughing. Oh no. Oaktrap. Bernie Stick. Es ist zu gut. Ist zu gut. Na, also wie, ja, Deponia möchte ich ganz gerne irgendwann mal spielen. Ich weiß noch nicht wann. Warte, wie viel? 1, 2, 3, 4. Okay, wir müssen noch einen weitergehen sogar, merke ich gerade. Das ist mein Fehler gewesen. Oder muss ich? Ja. Fragezeichen. Nee, ich glaube, alles gut, glaube ich. Ich behaupte, alles gut. Er behauptet Dinge schon wieder. Auf jeden Fall. Ja, also Deponia bin ich interessiert. Ich weiß ja, dass es von Daedalic Entertainment ist, ne, von den Machern von Edna bricht aus und Harveys neue Augen. Und ich glaube, der Humor ist ähnlich. Ne, natürlich nicht der gleiche, aber ähnlich. Und dann erwünsche ich mir... Hallo, Oinky, Oink. Erwünsche ich mir, dass es auch lustig wird. Zumal es ist ein Dreiteiler, ne? Und nur Schund erscheint in drei Teilen. Hat man ja mal vor einigen Jahrzehnten gelernt. Na, wobei, ich muss noch immer eine Umfrage machen, was nach Bioshock kommen soll, weil ich gehe davon aus, dass ich dieses Wochenende auf jeden Fall damit fertig werde. Das werden wir dann schauen. Es gibt vier Teile? Shit! Ist kein Schund, ich spiel's nicht, Entschuldigung. Dass es vier Teile gibt, wusste ich nicht. Mein letzter Stand war 3. Oh, pup. Das ist die erste Ironhoe gewesen. Daedalic hat noch Deponia Doomsday hinterhergeschoben. Ah, okay. Weil Daedalic Entertainment hat jetzt schon... Haben die noch aktiv Videospiele rausgebracht in letzter Zeit? Also entwickelt, meine ich? Das ist jetzt eine ernst gemeinte Frage. Ich weiß es nämlich nicht.
Mein letzter Wissensstand ist nämlich wirklich Deponia, das quasi ihr letztes großes Spiel war. Sie publishen viele Spiele, das weiß ich, im deutschen Raum. Aber jetzt so richtig selbst entwickelte, weiß ich gerade nicht. Na, The Long Journey Home zum Beispiel haben sie gepublished, wenn ich mich nicht irre. Ich bin mir aber unsicher, ob sie es auch entwickelt hatten. Bei The Long Journey Home auch relativ viel negative Kritik hat, dadurch, dass es wohl irgendwie Spyware installiert auf dem Rechner. Oder so. Zumindest laut Steam Reviews. Okay, ich muss einmal ganz kurz. Ich mach mal vielleicht jetzt mehr als nur zwei. So, Karotte wird fertig. So, ich kann auch gleich einmal hier die ganzen Potatos abfarmen. Das wird schön. Weil wir dann höchstwahrscheinlich schon das komplette Feld damit vollbekommen. So. Machen wir mal ruhig 4. So. Ich würde auch ganz gerne demnächst sogar schon das nächste Pokémon-Spiel machen. Ich weiß es halt nicht. Ich will halt so viele Projekte machen. Idealerweise würde ich ganz gerne 7 Tage die Woche streamen können. Aber das kann ich halt nicht. Solange es nicht mein Job ist. Ah, es macht mich traurig, nicht so viel streamen zu können, wie ich möchte. Zumal ich jetzt auch. Ich habe ja große Probleme damit, einen vernünftigen Biorhythmus zu besitzen. Und ich versuche das jetzt mal so ein bisschen zu fixen, dass ich vielleicht 2-mal am Tag streamen kann. Ich verspreche noch nichts, weil ich selbst erstmal da, wie gesagt, meinen Biorhythmus ordentlich hinbekommen muss. Na, aber wenn ich 2-mal am Tag streamen könnte, wäre das für mich ja auch schon mal besser. Sagen wir quasi von 10 bis 14, ne, oder von 12 bis 16 Uhr. Und dann nochmal abends von 20 bzw. 19 Uhr. Ne, jeweils 4 Stunden. Ne, dass ich dann zum einen Projekte ein bisschen zu Ende führe. Vielleicht auch auf Eis liegende Projekte damit ein bisschen weitermachen würde. Ne, ich habe nicht vergessen, dass viele sich noch immer Darkest Dungeon wünschen. Ne, und dann auch einige Projekte, wo ich dann persönlich vielleicht sage, dass ich die einfach, ne, dass ich die noch einen letzten Stream gebe. Ne, Prison Architect ist ja zum Beispiel so eins. Das, habe ich wenig Interesse, noch großartig weiterzuspielen. Dass ich dem da einfach noch einen letzten Stream gebe, so 4 Stunden. Oder Oxygen Not Included, dass ich da auch eher so nochmal einen Endstream mache für. Ah, Schan verspricht ab sofort 2-mal täglich zu streamen. Wie, die Kay und Emiro haben sich zerstritten? Na, also ich würde es halt ganz gerne machen, einfach weil ich kann. Wobei, das wäre dann auch eher so ein Ding, was halt während meiner studienfreien Zeit kommt. Weil im Studium bin ich vermutlich von 10 Uhr bis 16 Uhr in der Uni. So. Moin Kev, was geht ab bei dir? Hast du Tempered Kirin gelegt? Schatten ist doof. Ich würde mir halt wirklich wünschen, einfach nur streamen zu können. Ich muss einfach mehr darauf hinarbeiten, ganz ehrlich. Ich muss lustiger werden, goddammit! Hab gerade Captain Marvel gesehen. Und was hältst du von dem Film? Bitte keine Spoiler, ich möchte den gerne morgen auch noch sehen. Ich gehe halt mit der, also ich, ja, ich habe da halt, da war ja viel in Anführungszeichen Kontroverse mit Brie Larson, die da wohl Blödsinn gemacht hat und dann natürlich wieder ganz, ganz tollen Leute von Reddit, die dann halt drauf aufgesprungen sind und gesagt haben, alle Frauen sind dumme, doofe Puppyheads, ne, und Schlammschlacht habe ich gehört.
Gute Filme machte ich in den Trailern auf Infinity War Spoiler gefasst. Infinity War habe ich schon gesehen. Achso, ach, Endgame meinst du? Avengers Endgame? Ja, davon gehe ich aus. Ich habe die Endgame-Trailer sogar auch selber gesehen. Schon. Außer da sind jetzt neue. Hab mich also dementsprechend selbst gespoilert, was das angeht. Selber schuld, sage ich da nur. So. Muss von Hazel lernen, wie man lustig ist. Auch wieder wahr. Oder ich lerne von Pappnase, also der ist ja auch relativ lustig. Ich meine, Spider-Man 2 Trailer, welcher nach Endgame spielt. Achso, den Trailer habe ich auch schon gesehen. Es ist halt. Ich verstehe, dass sie natürlich da schon mal einen Trailer anspielen und sagen: Ey, guck mal, Spider-Man existieren! Aber nach Infinity War, das zu. Ja. Ja, komm. Kann ich nur den Kopf schütteln. Bleib auf jeden Fall bis zum Ende der Credits und gehe nicht schon nach dem Teaser in die Mitte. Ach, haben sie wieder ein Dingens. Endcredit-Teaser. 1, 2, 3, 4. Da. War ja nicht nur Spider-Man. Ja, ich bin ehrlich. Ich werde auch keinen weiteren. Also ich werde jetzt noch Endgame sehen und dann ist für mich. Außer natürlich Freunde oder sowas fragen, so, ey, möchtest du mitkommen? Ne, dass man daraus quasi eine Gruppenaktivität macht. Werde ich keine weiteren Marvel-Filme mehr sehen. Ich bin jetzt seit Edward Nortons Hulk dabei gewesen. Dann natürlich Iron Man 1 und so weiter und habe halt jetzt das komplett mitgeschaut und ich habe auch schon Thor Ragnarok ausgelassen, weil ich da wenig Interesse hatte und Black Panther habe ich auch ausgelassen, weil ich wenig Interesse hatte. Und dann nach Endgame höre ich dann aktiv auf, oder höre ich auf aktiv die Filme schauen zu wollen. So. Weil das, zum einen wird das zu viel, ne, letztes Jahr oder so, keine Ahnung, wie viele Hunderte sind natürlich übertrieben, aber keine Ahnung, wie viele Filme sie letztes Jahr rausgebracht haben, aber das war halt schon eine Menge. Und nee, das ist zu viel. Gibt zwei Post-Credit-Szenen, der Klassiker also. Falls ich einschlafe, habe ich euch lieb. Klassiker von Maddie. Ich habe extra alle Trailer gemieden und dann zeigen sie im Kino. Ja, wobei das, ja, gibt Sinn. Dass sie ihn im Kino zeigen, ist natürlich nicht schön, aber trotzdem doof. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ach guck mal, du hast Marvel erst vor einem Jahr entdeckt. Ich dachte, du wärst auch voll mit dabei. Und es ist auch einfach. Ich meine, Tom Holland als Spider-Man gefällt mir sehr gut. Aber bei einigen, der ist halt. Was ich sehen möchte und was ich sehen mag, sind Geschichten, die es wert sind, erzählt zu werden. Iron Man 1 zum Beispiel ist ein sehr gutes Beispiel. Das ist eine Geschichte, die meiner Meinung nach wert ist, erzählt zu werden. Ne? Dass wir Tony Stark begleiten, wie er halt von diesem egozentrischen Milliardär zu einer anderen Person wird. Das finde ich gut. Ne, aber dann Guardians of the Galaxy 2 war jetzt keine Geschichte, die unbedingt erzählt hätte werden brauchen müssen. Und es werden halt mehr und mehr von denen kommen, meiner Meinung nach. In der Regel kommen etwa 3 Marvel-Filme pro Jahr, zumindest MCU. So. 5, 6, 7, 8. Und das ist, ja, das ist mir einfach zu viel geworden. So. Ich meine, schön für die, die sich daran erfreuen, ne? Ist ja wirklich schön. Aber ja, ich bin so ein bisschen. Hab ein bisschen Burnout, weil das angeht. 1, 2, 3, 4. Okay, da muss ich einmal. Ich habe hier noch ein bisschen Erde dabei. Da muss ich jetzt hier einmal das erweitern.
So, plus, nachdem jetzt Stan Lee verstorben ist und wir keine Stan Lee Cameos mehr bekommen, ist auch das für mich vorbei. Ne? Marvel ohne Stan Lee Cameos, wo kommen wir denn da hin?